Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial-Video und hier werde ich dir einfach zeigen, wie schnell du ja deinen Facebook-Pixel bei Builderall auf deinen Seiten integrieren kannst. Dazu gehen wir zuallererst mal in unser Builderall-Dashboard und hier ja, habe ich jetzt Testseiten angelegt, extra für diesen Zweck. Und ja, du klickst zunächst mal hier auf Bearbeiten. Und dann öffnet sich ja dein Editor, in dem du deine Seite bearbeiten kannst. Und hier können wir jetzt super leicht unseren Pixel ja, einfügen. Und dazu müssen wir uns aber erstmal den Pixel kopieren. Dazu loggen wir uns in unseren Facebook-Account ein, gehen dann auf Seiten verwalten und dann können wir hier oben, ja, hier entweder hier auf Pixel oder alle Tools und hier auf Pixel klicken. Und dann öffnet sich diese Seite hier. Und nun müssen wir hier auf Details gehen. Das dauert immer ein kleines bisschen hier bei mir. So, und dann können wir hier auf Einrichten klicken und können dann hier auf Code manuell selbst erstellen gehen. Einmal draufklicken. So, und nun haben wir hier im Prinzip unseren Facebook-Pixel-Code, denn da klicken wir einfach drauf, kopieren den in die Zwischenablage und gehen dann in unseren HTML-Editor. Und jetzt haben wir hier ja unsere Layouts bzw. unsere Seiten. Hier klicken wir dann einfach mal auf das entsprechende Layout drauf. Und jetzt können wir hier über dieses Zahnrad-Symbol ganz leicht unseren Pixelcode einfach hinterlegen. Wir klicken einmal drauf und dann siehst du, kannst du hier zum einen den Titel der Seite hinterlegen bzw. abändern. Du kannst die Beschreibung hinzufügen, ein Keyword kannst du mit einbinden, du kannst deine Meta-Tags hier einfügen, ja, damit das Ganze für die Suchmaschinen dann auch etwas optimiert ist. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Hier kannst du ganz leicht deinen Pixel-Code einbinden, einfach hier reinklicken, dann Steuerung V und schon ist der Pixel-Code hier hinterlegt. Oder du kannst auch hier zum Beispiel dein Analytics-Skript einfügen von Google Analytics, Google AdWords oder hier unterhalb bei Skripte zum Beispiel deinen Bing Ads-Pixel, ja, wie auch immer. Und ja, und das war's schon. Wir klicken dann einfach noch hier unten auf Bestätigen und Speichern, klicken hier oben nochmal auf das Diskettensymbol und schon ist der Facebook-Pixel auf allen Seiten, den wir in diesem Projekt hinterlegt haben, beziehungsweise die wir da erstellt haben, ist der Facebook-Pixel hinterlegt. Ja, das Ganze, wie du siehst, dauert ja nicht mal 5 Minuten und du hast sehr einfach deinen Facebook-Pixel integriert. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so ist, abonniere meinen Kanal, gib einen Daumen hoch. Ich freue mich über deinen Kommentar. Wenn du Fragen hast, nutze dazu einfach die Kommentarfunktion. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß, maximalen Erfolg. Ach so, und den Link zu Builderall, zu unserem Sponsor-Tool, zu dem Tool, welches ich nutze, ja, um täglich neue Interessenten für mein Business zu generieren, den packe ich dir selbstverständlich ebenfalls in die Shownotes bzw. in die Textbeschreibung. Okay, in diesem Sinn, alles Gute, maximalen Erfolg, bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.